Hallo liebe Trailer und AI-Fans, wir machen eine weitere Folge von Infosuit Underground 2. Wir waren ja letzte Woche ganz schön aktiv, dann waren wir nächste Woche nicht aktiv. Nichts hochgestellt, aber jetzt geht's wieder los. Und ja, wieder weiter. Ja, wir haben unsere Karre noch nicht aufgetunt, aber das werden wir noch machen. In den nächsten zwei Folgen, glaube ich, ungefähr. Ein bisschen Farbe nur ändern, weil wir nicht Geld haben oder keine Aufziehungsteile für die Karre von innen, wie Getriebe und so. Und so weiter und so fort. Ich habe letztens einen Track geschafft. Das ist ein Kalmer. Hast du schon gehört? Die Zufahrt nach Beacon Hill ist wieder frei. Solltest du mal abchecken. Bis nachher. Ich habe das jetzt gehört, aber die von was welche gesagt haben, ich glaube auch, wenn ihr es gehört habt. Ich versuche mal den Track hier einfach mal so, ja. Ich bin jetzt zwar nicht so gut drin, habt ihr letztens gemerkt. Ja. Und wenn ihr Tracks oder sowas, die, was nicht auf der Karte markiert ist, die müsst ihr bitte auch machen, kriegt ihr mehr Geld und so. So, jetzt hier erstmal ein bisschen weg nach dem Anfang. Wäre recht gut schalten. Perfekt geschaltet. Ich bin ja auch perfekt, also kann ich perfekt schalten. Ja. Track müsste eigentlich nicht lenken, nur ganz gut auf die Taste. Ich mache die Auto davon selbst. Wie seht ihr? Ich mache nur einmal Klick. Und das fährt von selbst durch die Strecke. Ich muss halt nur Gas geben und schalten. Das kann ich nicht. Eigentlich nur schalten. Spät das Manito auf. Aber so, komm ran. Anscheinend, wenn welche nicht sagt. Oh, einer hat anscheinend kaputt, das war 03. Weiß ich nicht. Ja, wir können uns als Sponsor wählen. Wow, ich habe gerade die neuesten Vertragsangebote durchgesehen und eine Menge Sponsoren wollen dich für die Underground Racing League unter Vertrag nehmen. Die besten habe ich dir rausgesucht. Sag mir Bescheid, bei wem du unterschreiben willst. So, wir dürfen uns jetzt ein. Also, welche hat gesagt, dass wir uns jetzt immer. Ja, einen Vertrag aussuchen können und hier seht ihr halt ganz unten die Bedingungen und blablabla. Das würde ich auch ehrlich gesagt vor, also ihr solltet es wirklich lesen. Ja, ich will eigentlich immer einen vorletzten und letzten, aber wenn ich jetzt richtig rechne, ist halt Soja am besten. Da ist noch bessere Rennen für mich dabei als unten halt. Ja, okay, da haben wir uns einen Vertrag verschrieben, wir haben ein cooles Rennen gehabt. War ein bisschen kurz, aber egal. Wir sehen uns beim nächsten Mal bei Need for Speed Underground 2. Guckt schön wieder von Dragons AI Videos. Und ciao.